meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich in einem so großen und interessierten Kreise unseren Verein kurz vorstellen kann. Sterbehilfe für Deutschland e.V. wurde vor 5,5 Jahren gegründet in einem kleinen Nachbarort von Hamburg. Unsere Geschäftsstelle, unsere Hauptgeschäftsstelle ist in Hamburg. Wir haben das Ziel verfolgt, nach dem Vorbild der Schweizer Organisationen ein Angebot auch in Deutschland unseren Mitgliedern zur Verfügung zu stellen, das unter bestimmten Voraussetzungen nicht nur über Selbstbestimmungsrecht gesprochen wird, sondern gelegentlich, wenn es der Wunsch des Mitglieds ist, auch konkrete Hilfe geleistet wird. Unser Verein hat mittlerweile 700 Mitglieder. Nun, damit Sie eine Vorstellung haben, welche Arbeit hinter unserer Tätigkeit steckt, am heutigen Tag haben wir von Beginn unserer Vereinstätigkeit an 193 Mitgliedern beim Suizid geholfen. Die Angebote unseres Vereins an Mitglieder sind nicht nur Suizidhilfe, sondern zwei weitere Dinge, die durchaus für die Alltagstätigkeit des Vereins von Bedeutung sind. Einerseits bieten wir unseren Mitgliedern eine besonders eng formulierte Patientenverfügung, bei denen wir den Mitgliedern die Hoffnung mit auf den Weg geben können, dass im Falle, dass eine solche Patientenverfügung zum Einsatz kommt, es zwischen Betreuer, Bevollmächtigten und behandelndem Arzt zu möglichst wenig Missverständnissen kommt. Das ist ein wesentliches Angebot für die Gestaltung des Lebensendes in freier Selbstbestimmung, dass man auch für diesen Fall, dass man selbst nicht mehr handlungsfähig ist, Vorsorge trifft. Das zweite Angebot unseres Vereins ist allgemeine Beratung. Da kommen Mitglieder oder auch Interessenten mit allen möglichen Sorgen und Problemen und Fragen an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann entweder telefonisch besprochen werden oder mit Gesprächen, die terminiert und vereinbart werden können in unserer Geschäftsstelle. Solche Beratungs- und Unterstützungsgespräche sind zum Teil sehr belastend und auch sehr aufwendig, denn es gibt viele Probleme, bei denen wir nicht helfen können. Die Suizidbegleitung, damit bin ich beim dritten Punkt, ist ja nur ein Teil dessen, wie man sich das selbstbestimmte Lebensende gestalten kann und ist glücklicherweise diese große Ausnahme in unserer Gesellschaft und wird es auch immer bleiben. Die Suizidbegleitung setzt bei uns voraus, wir haben hierzu ethische Grundsätze verabschiedet, die jeder Mann in jeder Form im Internet nachlesen kann, setzt bestimmte formale Voraussetzungen voraus. Insbesondere muss jedes Mitglied, das unsere Suizidhilfe in Anspruch nehmen will, einen 13-seitigen Fragebogen mit ausführlichen Fragen ausführlich beantworten, damit wir uns ein umfassendes Bild von der Lebens- und Krankheitssituation des betreffenden Mitglieds machen können. Dann muss eine Patientenverfügung vorliegen, dann prüfen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ob die formalen Voraussetzungen nach unseren ethischen Grundsätzen vorliegen. Wenn es bejaht wird, kommt ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin als Besuch in das Haus oder in die Wohnung des Mitglieds und führt ein ausführliches Gespräch, das zu Dokumentationszwecken auf Video aufgezeichnet wird. Wenn auch dieses Gespräch keine Bedenken, insbesondere an der Einsicht und Willensfähigkeit des Mitglieds, weckt, beauftragen wir einen Arzt oder eine Ärztin, abermals zu dem Mitglied zu gehen, in einen weiteren Besuch. Dieser Arzt oder diese Ärztin erstellt ein ärztliches Gutachten, insbesondere zur Einsicht und Willensfähigkeit des Sterbewilligen, zu seinen Krankheiten, zu fragen, wie das Mitglied sich mit Alternativen zur Sterbehilfe befasst hat, und schickt nach Prüfung all dieser Fragen uns ein schriftliches Gutachten. Bei diesem Eingang des Gutachtens prüft unser Verein ein letztes Mal alle Voraussetzungen der Sterbehilfe. Und wenn nichts dagegen spricht, bekommt das Mitglied einen Brief, in dem ihm relativ lapidar mitgeteilt wird, dass ab jetzt grünes Licht besteht. Das heißt, der Verein teilt dem Mitglied mit, dass ab jetzt das Mitglied jederzeit unsere Sterbehilfe in Anspruch nehmen kann. Und dieser Punkt, dass wir den Mitgliedern die völlige Sicherheit geben, dass ab jetzt keine Zweifel mehr bestehen, ist eigentlich das Wichtigste unserer Arbeit, denn neben der Zahl von insgesamt 193 Suizidbegleitungen innerhalb von 5,5 Jahren haben wir am heutigen Tag 84 Mitglieder von 700, die grünes Licht haben und es nicht in Anspruch nehmen.
Und diese Mitglieder, die unser grünes Licht haben, jederzeit bei uns Sterbehilfe in Anspruch nehmen können, es aber nicht tun oder zumindest nicht sofort tun, die sind unsere große moralische Berechtigung und Begründung für unsere Arbeit, weil mit diesem grünen Licht wir den Menschen neue Perspektive und neuen Lebensmut geben. Es kann allerdings auch passieren, dass der Anruf oder die Anfrage nach Umsetzung des grünen Lichts am übernächsten Tag kommt. Das gibt es auch. Aber in vielen Fällen führt das grüne Licht zur Beruhigung, zur Entspannung und damit, glauben wir, mit unserer Arbeit entgegen dem Namen Sterbehilfe Deutschland in erster Linie Lebenshilfe für unsere Mitglieder zu leisten. Darüber sind wir froh, dass wir es bei der derzeitigen Rechtslage können und wir hoffen, dass im Deutschen Bundestag sich diese Meinung noch durchsetzt, dass unsere jetzige Rechtslage humaner ist als alles geplante Änderungen. Vielen Dank.